Ich bin in Blankenheim. Wisst ihr, was in Blankenheim ist? Hier ist die Quelle der Ahr. Und heute fahre ich dann durchs Ahrtal. Ein großes Stück, ich weiß nicht, 50, 60 Kilometer oder sowas. Dann über Bad Münstereifel zurück. Die Ahrquelle, die ist da vorne, 200, 300 Meter weiter. Aber da gehen wir jetzt nicht hin. Und bin gerade hier angekommen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen frühstücken, denn ich habe die Eifel Yeti Lunchbox mit an den Start. Das war ein Geschenk von Peter, mit dem ich mich die Tage getroffen hatte. Naja, gut. Was ich mir ein bisschen angucken will, wie gesagt, das Ahrtal. Da bin ich so ein bisschen drauf gekommen von den Videos vom Biker Oldie Ongerwes, also vom Jupp, der ja hier auch in der Gegend ist. Und ja, schauen wir uns das mal an. Also, seid dabei. Ja, ganz witzig da gerade. Hier unten habe ich gestanden. Hier an dem Weiher. Übrigens, dieser Weiher wird von der Ahr gespeist. Hat mir ein älterer Herr, ein Rentner, erzählt, der die Blue Alley gesehen hat und mir dann mehr oder weniger fast die ganze Lebensgeschichte erzählt hat, dass seine Frau früher auch eine Vespa gefahren hat, eine PX 125, die jetzt wohl schon 22 Jahre alt ist. Und also Leute, ihr glaubt es gar nicht. Fast eine Stunde hat er mir alles erzählt, wo er wohnt und was er macht und was er getan hat. Und seine Frau, dass er es verboten hat zu fahren mit der Vespa etc. Also es ist unwahrscheinlich gewesen, aber sehr lieber Mensch. So. Ja, ich bin echt gespannt auf die Tour durch das Ahrtal, inspiriert durch die Fahrten vom Biker Oldie Ongerwes, vom Jupp. Fahren wir heute mal das Ahrtal über Schuld auch, da dieser Ort ja am schlimmsten von der Katastrophe vor 2 Jahren, gut 2 Jahren, betroffen war. Ja, gucken wir mal, was passiert. Schön, dass ihr dabei seid, Leute. Also es ist ein super schöner Tag, ihr seht das ja selber. Aber Leute, echt, es ist arschkalt. Keine Ahnung, wir haben so 15, 16 Grad, aber gefühlt durch den Wind ist es richtig, richtig übel kalt. Naja, was soll's. Also diese Strecke hier, ich fahre jetzt bis Ahrweiler, glaube ich. Ja. Ja, keine Ahnung, also so rund 50, 60 Kilometer durch das Ahrtal, was ihr links seht. Also, es ist schon mal eine schöne Landschaft, Leute. Schön, echt schön. Klasse zu fahren hier. Ahrhütte. Wo müssen wir denn lang? Achso, ja. Wir haben ja Kalimoto mit am Start. Dann gucken wir mal. Das ist natürlich hier auch eine Biker Road sondergleichen. Hier fahren wir über die Ahr. Oberaareck. Wow. Ja, Jupp, da ist sie ja. Dann bin ich heute mal in deiner Region unterwegs. Dass hier alte Schäden sind hier von der Flutkatastrophe. Ja, was mich so ein bisschen heute interessiert, ist, wie sieht das nach knapp 2 Jahren hier im Ahrtal aus? Das war ja schon wirklich eine ganz, ganz schlimme Katastrophe, was da passiert ist.
Menschen sind ums Leben gekommen. Hab und Gut ist zerstört worden. Schlimm, 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 was passiert ist. Und was mich aber wirklich ein bisschen an der ganzen Situation auch ein bisschen, ich will nicht sagen abfuckt, aber uiuiui, was ich leicht ein bisschen ätzend finde. In der Presse, in den Medien, im Fernsehen, da ist immer nur vom Ahrtal die Rede gewesen. Von Schuld und ja, Bad Neuenahr. Die sind schwer getroffen gewesen, aber Leute, was wirklich nur vielleicht damals als Randnotiz, als Randbemerkung in den Medien war, ist, dass es anderswo auch zu schlimmen Überschwemmungen gekommen ist. Und zwar wirklich bei mir vor der Haustüre in Stolberg, in Eschweiler. Stolberg, die historische Altstadt, die ist komplett überflutet worden. Da sind Geschäfte, alles mögliche, also ist auch alles kaputt gegangen. Genauso schlimm wie hier. Und da hat keiner drüber berichtet oder nur ganz kurz mal. Ein Arbeitskollege von mir, der wohnt in Stolberg, nicht unten in der Altstadt, sondern etwas oben im Berg. Und der ist in der Nacht, als das passiert war, das war ja vom 14. auf den 15.07.2021, ist er direkt mit runter, oder am nächsten Morgen ist er direkt mit runter aufräumen helfen. Und der hat das dann auch ein paar Tage, eine Woche, anderthalb oder zwei sogar, hat er damit geholfen. Und das Schöne daran war, da läuft mir jetzt echt noch der Schauer über den Rücken. Unser Arbeitgeber, der hat ihn damals für die Zeit freigestellt. Also nicht ohne Gehalt, sondern wirklich Gehalt weiterbezahlt, hat ihn freigestellt. Boah, warte da. Ah. Da läuft mir echt der Schauer auf dem Rücken drüber. Ich habe auch Bilder gesehen von meinem Kollegen, die der da gemacht hat. Also schlimm, 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 was da passiert war. Deshalb finde ich das so ein bisschen. Oh, guck mal hier. Was ist das denn? Das ist ja cool. Deshalb finde ich das so ein bisschen schade, dass wo hier so dermaßen von der A berichtet wurde, vom Ahrtal berichtet wurde und andere Regionen halt eben weniger. Wie gesagt, Stolberg, Eschweiler bei uns oder in Belgien, Eupen. Da ist auch viel kaputt gegangen. Ne? Nürburgring. Ja, wir können ja mal eine Runde über den Nürburgring fahren. Ah, die Vespa über den Nürburgring. Ja, das letzte Mal, wo ich an der A war, keine Ahnung, da war Schuljunge oder sowas mit den Eltern. Und das ist bei mir noch nicht mal 100 Kilometer von der Haustür weg, ne? Das ist schon Wahnsinn. Irgendwie früher, keine Ahnung, da ist man dann nach Italien in den Urlaub gefahren oder Spanien, Tunesien, sonst wie, da hat es einen in die Ferne gezogen. Und heute wird einem erstmal bewusst, dass man auch durchaus schöne Ecken vor der eigenen Haustüre hat, ne? Also zum Fahren ist es hier super schön. Aber windig ist es heute. Windig, windig, windig. Ist sowieso in der letzten Zeit wieder sehr windig. Leute, die Straße hier, die ist richtig cool zu fahren, wirklich. Leichte Twisties immer. Ah, hier geht's auch ordentlich hoch. So richtig saftig grün alles, ne, momentan. Boah, das ist, ey, das ist richtig, richtig geil hier zu fahren, ne. Boah. Ja, das Ahrtal. Coole Kurve. Das ist ja mal eine coole Kurve.
Ja, Jupp. Ich kann verstehen, dass du hier so gerne fährst, ja. Absolut. Ist halt die Eifel, ne? Ja, Junge, hier ist 50 fahren. Guckt's euch an. Echt. Wegen so Typen wird irgendwann mal die Eifel gesperrt für Zweiradfahrer. Ehrlich. Wirklich. Das ist. Ich verstehe es nicht. Hier ist 50 fahren. Also in meiner Richtung 50. Darunter ist es auch 50. Dann bestimmt. Jetzt kommt erst hier. Da seht ihr es. Jetzt kommt erst das 70er-Schild. Ey, und dann hauen die hier mit 90, 100 durch die Kurve. Also ehrlich. Unverständlich sowas. Unverständlich. Als ob sie keine Zeit hätten. Naja. Oh, hier. Schaut mal, ein Bussard. Guck mal hier. Antweiler. Hier ist der Jupp letztens auch durchgefahren. Ich glaube, als er seine neuen Reifen eingefahren hat, oder wie war das, ne? Und da seht ihr so eine alte, historische Brücke. Da. Mal gucken, ob man da hin kann. Leute, ich bin echt ein bisschen sprachlos, ne? Hier ist auch vieles wieder aufgebaut. Schon. Oh, schaut mal hier, wie schön. Ja, die Leute können einen leid tun, zumal man ja auch weiß, dass so die versprochenen schnellen Hilfsgelder auch nicht so ohne weiteres direkt geflossen sind, ne? Also, schaut euch das mal an, ja. Das ist doch so idyllisch, ne? Wahnsinn. Und dann ist das vor 2 Jahren hier so derbe passiert. Hier kann man das, denke ich mal, noch sehen, was hier, ja, hier hat bestimmt der Abraum gelegen oder der Schutt gelegen oder so. Schuld, 8 Kilometer, das war der Ort, der am schlimmsten betroffen war. Oh Leute, schaut mal da. Ist das nicht schön? Ist das kein schöner Ausblick hier? Das ist ja mal richtig cool, ne? Boah, da geht's aber richtig hoch, Leute. Guckt mal, da fährst du ja fast gegen eine Wand. So sieht das aus. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Hui, 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 hui. Jupp. Ich muss sagen, also deine Ecke hier ist auch super schön. Habt ihr immer so viel Wind hier im Ahrtal? Das ist ja Wahnsinn, wie das hier pfeift. Oh, wow. Cool. Boah, ich bin sowas von beeindruckt hier. Boah. Aber. Boah, Leute, das wollt ihr gar nicht sehen. Wie schlimm ist das denn hier? Wie schlimm ist das denn hier, Leute? Wie schlimm ist das hier? Oh nee.
Leute, das macht mich ein bisschen sprachlos und noch ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Ja, a place where I can be. Ja. Da vorne machen wir mal ein Päuschen. Hier müsste man jetzt doch einen Blick in das Ahrtal haben, nach Schuld runter. Na, Schuld sieht man nicht, aber da unten liegt das. Da ist das Ahrtal, da war diese schlimme Katastrophe. Das fährt, weil es fährt. Uiuiuiuiui. Hat so ein bisschen südländischen Flair hier. Das ist echt ein Erlebnis. Erlebniswelt Ahrtal. Na, hier glaube ich lohnt sich ein Jagdschein, oder? Ah, das ist. Guckt mal darüber. Leute. Der Allgäu könnte nicht schöner sein, ehrlich. What a stunning view, Leute. What a stunning view. Das ist unwahrscheinlich. Wow. Wahnsinn. Einfach der Wahnsinn hier. Jupp, ich beneide dich, ehrlich gesagt, so ein bisschen hier um deine Region. Ich meine, du kennst meine Videos, die Nordeifel ist genauso fantastisch, ne? Aber hier, das ist schon richtig geil. Stressing, counting all my blessings. God, come get me out of this town. Cause every day I wake up wishing I could break up with the city light and construction sound. I couldn't wait to move, I had so much to prove. Was all I could do to get away. But now that I'm here, I'm filled with fear. In the mirror when I look in my face, an empty heart and broken dreams. Oh, you got me cussing, yeah, I'm probably running, trying to get away from myself. Do I need a vacation, maybe medication? Do you think I need professional help? I couldn't wait to move, I had so much to prove. All I could do to get away. But now that I'm here, I'm filled with fear. In the mirror when I look at my face, all I see is an empty heart and broken dream. Don't give up, you're enough. Can you keep your head up? If it's tough, you can bluff. Also hier das Stück von Insul Richtung Altena, wo ich jetzt fahre, von der Straße her 1 plus. So, ich habe das Ahrtal verlassen.
Ich bin jetzt mehr oder weniger Richtung Heimat unterwegs. Das war super genial heute durch das Ahrtal, auch wenn vieles noch so ein bisschen erschreckend ist. Ich das aber auch mal sehen wollte, tatsächlich. Weil, wie gesagt, in den Medien und so war ja immer nur Ahrtal, Ahrtal, Ahrtal. Und bei uns in der Region, wo auch sehr viel Schlimmes passiert ist, da gab es nur mal eine Randnotiz seitens der Medien. Naja, da wollte ich mir mal ein Bild von machen, aber auch mal tatsächlich die Region genießen hier, die der Jupp, der Biker Oldie Angerwes, immer fährt. Das ist sein Zuhause hier sozusagen. Er ist hier immer unterwegs. Das wollte ich mir auch anschauen. Ja, liebe Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich verabschiede mich mit diesem wunderschönen Ausblick hier. Bis dann, Leute. Tschüss.